Warum sieht man in meinem Admin-Chat keine User, also nur der Streamer selber, sondern die anderen nicht? Kannst du dich noch daran erinnern, was du reported hattest bezüglich der Turniere? Ah, natürlich nicht. Ja, ist ein Grund dafür. Also du konntest, vorher gab es ja quasi, du hattest immer mal Probleme gehabt, Turniere zu starten. Ne? Die anderen Spieler konnten das sehen, aber du konntest die Spieler nicht sehen. Das wurde jetzt dafür eingeführt, einfach um ein bisschen zu intervenieren. Und das ist gut. Ne? Also hast du jetzt irgendwann Probleme gehabt nach den Updates mit den Turnieren noch? Ja. Ja, gut. Und durch eigene Schuld, weil ich keine Admin-Turniere eingestellt habe. Aber nicht mit den Start. Nein. Der lieben Wundergut. Er war ein Fauxpas. Nee, okay. Es könnte sein, dass das erstmal ein Workaround ist und dass wir auch wieder eine Lösung finden, dass man das sehen kann, ohne dass das Probleme erzeugt. Aber erstmal haben wir gedacht, ist besser so, als wenn die Turniere scheitern. Hm? Ja, und nach der Registrierung sieht man ja eh alle Spieler wieder. Gell? Also ihr könnt ja dann miteinander chatten, wobei es ja momentan mit dem Chat auch ein paar Kleinigkeiten gibt. Ja, das fixst du ja dann auch, ne? Ja, genau. Ja. Hier ist noch eine Frage. Wann kommen die Karten? Sammelkarten. Ah, boah, schwer zu sagen. Also wir sind gerade selber, genauso wie ihr, schwer im Hochseefieber hier. Was so die anderen Sachen betrifft, die wir noch so auf der Agenda stehen haben, die sind jetzt alle erstmal ein Stück weit abgerutscht, muss man ehrlich sagen, weil ich glaube, wir sind ähnlich gefesselt wie ihr. Mal gucken. Abgehakt ist das Thema auf gar keinen Fall. Also erstmal lieber selber zocken. Die Frage hat noch einer nach dem Battle Pass. Die fliegen raus, die Battle. Nee, also kennt ihr das, ne? Wir wissen auch nicht, was das ist. Keine Ahnung, was das ist. Das ist zum Beispiel... Nein, wenn man... nur Spaß, ich weiß nicht. Achso, okay. Ja, mal gucken, also keine Ahnung, mal schauen. Und jetzt kommt die Wichtigkeit. Vielleicht noch anschließend, was jetzt mit dem Update wichtig war, war erstens natürlich die Basis zu schaffen für Hochseeangeln, ne? Sodass das alles funktioniert mit Physiken und dem ganzen Kram. Und zusätzlich, dass wir Serverstabilität haben. Das hat leider noch einmal, ist er uns um die Ohren geflogen, ich glaube am dritten Tag, ne, nach dem Update oder so. Jetzt seitdem, speziell seit, ich glaube, wann war es, Tobi, gestern oder vorgestern Mittag, haben wir noch mal was anderes ausprobiert und das scheint die Stabilität signifikant erhöht zu haben. Wenn das jetzt erstmal läuft und wir wissen auch, dass bei hohen Spielerzahlen wir trotzdem die Server stabil halten können, das wäre super. Das ist das, worauf wir uns jetzt gerade konzentrieren. Und dann geht es wieder weiter mit. Ja, in Detail möchten wir da jetzt nicht eingehen, aber ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass zum Beispiel das Forum kurz down war, auch die Webseite, ne? Und da sind wir Stück für Stück dann rangegangen. Und es leuchtet jetzt deutlich stabiler soweit. Eine Frage wäre noch, dieses Plakat am Angelgeschäft, da kommen ja wohl noch ein paar Fische, wie es aussieht, oder? Ja, da können wir uns sowieso gleich mal, vielleicht können wir uns das mal zusammen anschauen, das Plakat. Jo. Ja. Nur Feierabend zoomt schon direkt auf den großen Hai. Naja, mit den 60er Konventionalrollen wird das doch gehen, oder? Und wie du fechtest, die sterben vorher, ja klar. Die sterben vorher. Aufpassen bei Feierabend mit den Trickfragen, Tobi, wie immer. Was? Nix. Nix, okay. Okay, also der Hai ist relativ easy zu identifizieren, ne? Einfach, weil er so markant ist. Das sollte klar sein. Ich hab's aber. Doch, da steht's schon auch im Chat, ja. Kragenhaius? Oder Riesenhai, ne? Irgendwie so? Also auf Englisch ist das ein Basking Shark. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Riesenhai heißt der auf Deutsch, ja. Das ist der immer mit dem offenen Maul rumschwimmt, so ähnlich wie ein Walhai. Ist ja auch ein Pflanzenfresser, ne? Also Plankton oder sowas, ne? Ja. Genau. Ja. Genau, der ist natürlich neu. Dann da oben links der Kollege, den haben wir noch nicht. Oder oben links die beiden Kollegen. Ja, sind noch ein paar Kleinigkeiten mit bei, die momentan noch nicht im Spiel sind. Ja. Scheiße, ich wollte mir doch gar nicht die Fische angucken, bevor ich sie fange. Ah, kannst du ja nicht. Ich gucke nicht hin, mach mal. Guck einfach nicht hin.
Oh, ich gerne rauchen allein. Und ganz unten links, das ist tatsächlich auf meinen persönlichen Wunsch eingefügt. Ich hatte als Kind hatte ich so ein Fischen in Norwegen Buch aus den 70ern. Und da war auf dem Cover war dieser Fisch ganz unten rechts. Als einer der kampfstärksten Fische in Norwegen. Zumindest für seine Gewichtsklasse. Und ich bin froh, dass der dabei ist. Ich glaube, viele, viele Spieler wünschen sich den Fisch halt auch. Ne? Ja, Eimernase, ganz genau. Konga sind das. Ach, das sind die Kongas, weil ich muss ja auch nochmal schnell gucken. Riesige Aale, super faszinierende Geil. Tiere. Konga-Aal. Geil. Da musste ich aber auch dran denken, als ihr Meeresfrischen angekündigt habt, hatten wir uns ja auch ein paar Videos da angeguckt und da war auch ein Konga-Aal. Ja. Mein Bruder ist im Chat, der kann sich sogar bestimmt noch an das Buch erinnern. Übrigens, muss ich machen, schöne Grüße an meine Mama, die ist nämlich, glaube ich, auch gerade live da. Mama, ich bin im Fernsehen. Ja. Hallo Mama. Meine Mama guckt, hat euch mittlerweile alle, folgt euch mittlerweile allen und also denkt daran. In der Zukunft, Freunde. Ja, aufpassen. Joes Mama guckt. Oha. Oha. Das ist das hier der Konga-Aal? Unten rechts wahrscheinlich, ne? Unten rechts. Unten rechts. Ach, der. Ah, okay. Ja, okay, Kurzhepp, ja. Okay. Ja, okay, hier, den kenne ich auch noch nicht. Den hier, den mit dem langen, dünnen Schwanz. Den kenne ich auch noch nicht. Genau, da drüber, ne? Ja, das ist auch ein Tiefseeding, ne? Ja. Alle, die so ein bisschen komisch aussehen, ne? Alles Tiefsee. Diese Riesenkrabbe da, ne? Die wird ja auch mal interessant. Da sind ja zwei Krabben, ne? Genau. Einmal die Kamtschatka-Krabbe. Genau, Königskrabbe. Und die Kamtschatka-Krabbe oder sowas, ne? Genau. Den Namen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Warte mal kurz. Also das sind jetzt dann Kandidaten, wo gerade schon überlegt wird, dass die dann mit reinkommen. Können. Das sind auf jeden Fall sehr heiße Kandidaten. Okay, ja. Die Frage ist natürlich dann auch immer da. Ich habe noch zwei Fragen, so ein bisschen allgemein. Ich hatte da schon eine markiert. Ich meine, die Frage ist natürlich auch schon immer wieder gestellt worden zu Vereinfachung des Skillens und mehrfach herstellen und solche Sachen. Dass man da irgendwie nicht stundenlang, gerade jetzt an dem Gewässer, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Du fährst mit dem Boot dann zum Campingplatz und dann stellst du da 300 T her. Und hast dein halbes Bootsticket leer. Ja, wir haben tatsächlich vor zwei oder drei Tagen eine lange Liste mit solchen Features untereinander ausgetauscht. Ah, mit perfekt. Bob. Schön. Ist nicht unmöglich, dass das kommt. Jo. Riesenkalmar wird sich noch gewünscht. Habe ich gleich nochmal eine Frage da mit dem Einklinken? Das ist mir gerade jetzt aufgefallen, gerade gegen Abend bei den Turnieren. Wir haben sehr, sehr viele Leute in dem Turnier gehabt und nur einen einzigen, der gewinnt. Die Flexibilität der Turniere. Ja. Was weiß ich, auf 1, 2, 3 oder vielleicht nach freier Auswahl, random, was weiß ich. Ja. Weil es ist schade, dass, weiß ich, 100 Leute mitmachen und einer gewinnt alles. Ja. Wir haben nicht speziell darüber gesprochen. Meine These ist, dass wir nicht riskieren wollen, dass da mehr Probleme auftreten oder auch mehr Serverbelastung. Aber das kann ich nicht so genau sagen. Ich werde das auf jeden Fall das Thema nochmal ansprechen. Das wäre wirklich schön, wenn man da mehr Auswahl hätte. Ja. Also, ja. Einen speziellen Köder verwenden oder ähnliches, ne? Genau. Ja, genau. Dass diese Flexibilität ein bisschen da ist. Ja. Hier fragt er noch Fireflame, gibt es irgendwie eine Technik oder spezielle Köder oder erst später effektive Köder, wie man effektiv trollt? Also jetzt Trolling-Gang? Also den Trolling-Gang kannst du sozusagen für eine schnelle Drift verwenden. Ne? Also mit den Bootsmontagen. Flying Color ist ein gutes Beispiel. Feierabend hat das auch schon gemacht. Wenn du relativ wenig Wind- und Wellenbewegung und so hast und du driftest sehr, sehr langsam, kannst du die Drift nutzen, um einfach nochmal eine schnellere Drift zu erzeugen und dann auf langere Leader zu gehen, etc. Es gibt noch Fragen zu den Grafikeinstellungen, dass die 2080 Ti durchbrennt sozusagen. Ja, unser Dorf ist halt nicht so super optimiert momentan. Man kann die Schatten auf kurzer Distanz ausmachen im Dorf und dann hat man deutlich bessere Frames, wirklich deutlich Er fragt halt zusätzlich zu dieser Grafikkarte, ob es irgendwann sowas wie DLSS geben wird, dieses Grafikfeature, wo die KI quasi das berechnet und dann
das flüssiger läuft, ne? Weil DLSS bringt ja bei vielen Spielen deutlich mehr Performance, ne? Ja. Wenn unsere Engine das hergibt, möglich. Ja. Ich habe auch zwei wahrscheinlich einfache Fragen zum Thema Krabbe. Wie kann man diese Krabben fangen? Also wie andere Muscheln und Krebse auch, ne? Mit Ach, ganz normal, da gibt es nicht irgendwas. Ja, hauptsächlich wahrscheinlich mit Naturködern. Also ich habe, wir haben früher als Kinder immer einfach ein Stück Miesmuschel an ein Band gebunden und das in so Löcher zwischen Steine gehalten und dann krallen die sich daran fest. Ja. Also so im Prinzip wird das hier auch funktionieren, nehme ich mal. Rein ist auch ein gutes Beispiel, wenn du da zum Beispiel mit Köderfisch oder so mit kleineren Köderfisch auf Zander und Co. angelst, dabei sind die Knappen auch gerne mal ein. Ja gut, der Kanal, das stimmt. Jo. Wegen den sechs, ja, nee, mach du. Ist mir heute ganz, ganz doll aufgefallen, gerade an dem neuen Gewässer, die Bremsanzeige. Mhm. Also früher war es schon problematisch, weil der Hintergrund transparent rennt ist. Da kommt der Arm hoch durch das rote, schwarze. Okay, ging. Jetzt hast du aber einen gelben Anzug und wenn du die Bremse zumachen musst, hast du gelb-rot über einem gelben Ärmel. Erstmal ist die Anzeige mega, mega schmal. Das ist auch, wo ich sage, das wird richtig knackig, weil die Anzeige viel zu schmal ist und ob da was vielleicht passiert, ob man sie breiter machen kann, schwarz hinterlegen kann, irgendwie so ganz einfaches Gimmick nur. Diese Bremsanzeige ist brandgefährlich, gerade über den gelben Ärmel, gerade wenn er sich im gelb-roten Bereich steht, quasi mit Bremse zu. Was du momentan machen kannst, ist erstmal, du kannst dein Field of View anpassen, also das Sichtfeld, ne? Dass du das Gelbe von der Kleidung nicht so schnell stark siehst. Das würde einerseits funktionieren. Oder du kannst den Maßstab des UIs noch ein bisschen anpassen, größer, kleiner machen. Habe ich gerade gemacht. Da, inwiefern da in der Zukunft noch was passiert, das können wir jetzt aber auch noch nicht sagen. Aber wir haben das auf jeden Fall auch notiert. Da gibt es schon ein paar Reports drüber, ja. Was hast du gerade gemacht? Würdest du doch ganz kurz mal... Ich zeig's dir nochmal. Also einmal kannst du hier bei Video das Field of View vergrößern. Sie sich, junger Mann. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich guck doch nicht so deinen Stream. Achso, Einstellung, Video. Ja, habe ich. Und dann kannst du oben das Sichtfeld zum Beispiel mal ganz nach rechts schieben. Sichtfeld habe ich ganz nach rechts, ja. Ja, und dann die Schnittstelle Maßstab und dann 1,5. Ah, okay. Und wenn du weniger Kleidung sehen möchtest, dann gehst du halt runter vom Sichtfeld, ne? Dann siehst du eher deine Route. Sozusagen. Hände und Route und das war's. Mhm. Ja, sehr geil, dankeschön. Dooms FOV 100 kann manchmal zu so ein bisschen Darstellungsproblemen führen. ich glaube, da bleibt, wo sind wir jetzt, 85 oder 75? 75 haben wir limitiert jetzt, ja. Das erstmal das Max, ja. Und ich glaube, dass desto höher die Field of View ist, da kann es zu noch mehr Performance-Problemen geben, ne? Ja, auch das, ja klar. Mhm. Weil du ja mehr gleichzeitig renderst. Und wegen den Convention fragt gerade noch jemand, wann oder kommen irgendwann noch die 60er Convention-Rollen? Keine Ansage. Weil ich merke das ja auch, ne? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal gucke, ich habe jetzt hier die mittlere Bootsroute, habe jetzt hier die Triumph, ne? Habe jetzt extra schon kleinere Schnüre genommen. Und kommen jetzt halt auf 538 Meter. Ne? Jetzt halt die Frage, wenn wirklich mal so ein riesen Schwertfisch reingeht, also selbst ein kleinerer Schwertfisch mit 70 Kilo nimmt sich ja dann erstmal 200-300 Meter Schnur. Ne? Wenn jetzt ein großer Schwertfisch reingeht, also entweder musst du ja sofort dann die Bremse zumachen und dann immer ganz schnell mit auf und zu, also ganz schnell. Also, weil wenn du den schwimmen lässt, dann reichen die Meterzahlen für die Fische aber nicht aus. Ne? Das Drillen ist ein bisschen anders hier beim Meeresfischen mit dem High-Antikel. Also du hast ungefähr 300 Meter nachher drauf mit dem 180 oder 200 Kilo Setup. Und da arbeitest du selbst gerade bei den großen Fischen die ganze Zeit, also du lockst die Bremse und machst sie auch immer wieder auf, sodass du sehr wenig Schnur verlierst und immer viel Druck aufbaust. Also so ist das nachher mit dem High-End-Setup. Wenn du jetzt meinetwegen, jetzt hat man ja noch Probleme meinetwegen mit einem 70 Kilo Heilbutt. Ja. Hast du keine Probleme. Ne? So eine Fische mit dem ganz großen Setup machen da nicht mehr viel. Aber für die großen Kollegen, für die großen Schwertfische, Thunfische und auch für die großen Grönlandhaie, da musst du wirklich am Limit arbeiten. Da kannst du die Bremse nicht einfach auflassen. Die ziehen dich sonst super schnell her. Wo wir bei den Skillpunkten sind, es gab ja schon mal die Frage bezüglich Alkohol und Skillpunkte.
Also levelt man quasi das Meeresangeln besser, wenn man ständig einen im Tee hat, oder ist es vielleicht doch eher hinderlich? Also du kannst halt dein Wohlbefinden halt hocharbeiten. Wir haben das letztens auch irgendwo gesehen, da wird halt die ganze Zeit natürlich getrunken und irgendwann wundert man sich, irgendwas passiert hier. Also vorsichtig sein, gell. Aber ich habe noch eine. Die Prozente sind dann, also hat man eine erhöhte Chance auf Prozente oder ist das, ich meine, beim Kunstköderherstellen ist es vielleicht dann doch weniger, dass, oder vielleicht eine Chance, dass es eben nicht so gut wird? Die Qualität reduziert sich. Ne? Also bei, wenn du jetzt ja Herstellung machst quasi, dann reduziert sich die Qualität. Wie genau das Einfluss auf die Prozente hat, das kann ich nicht genau sagen. Okay. Da können wir nochmal nachfragen. Das war schon so lange nicht mehr Thema, weißt du? Ich hab's auch nicht mehr im Kopf, ob das einen Einfluss hat oder nicht. Jetzt kann ich selber noch eine Frage beantworten, weil so viele immer nach dem Ziel fragen. Das kündigt Elf hier vorher nicht an. Es kommt einfach so irgendwann ein Ziel. Ne? Also das wird nicht vorher angekündigt. Also die Fragen wegen Ziel braucht ihr jetzt nicht mehr stellen. Oh, das ist genau. Und ich würde auch vielleicht eben einmal ausführlicher auf dieses Thema mit diesen Schnuppertouren und sowas eingehen, eigentlich einfach, weil das immer wieder kommt. Und ich glaube, das ist wichtig, das nochmal zu erklären, was der Plan dahinter genau war. Also wir hatten ja im Grunde zwei große Kritikpunkte, die immer wieder aufkamen. Erster war, High-Level-Spieler brauchen neuen Content, ne? Und neue anspruchsvolle Dinge im Spiel. Und auf der anderen Seite, völlig im Gegensatz dazu, hey, das Spiel ist zu schwer zugänglich für neue Spieler. Deshalb haben wir jetzt mit dem Update das erste Mal versucht, da so ein bisschen den Spagat zu schlagen. Durch dieses Ticket vor allem, aber auch durch das Buch. Ich glaube, das mit dem Buch hat unbestritten, das ist, glaube ich, hat ganz gut funktioniert. Da sind, glaube ich, sich alle einigermaßen einig, ja, das ist eine gute Idee, das kann man so machen. Mit der Tour, also ihr habt ja schon gesehen, auch daran, dass wir sie nochmal anpassen mussten, da muss man jetzt halt natürlich gucken, wie funktioniert das denn dann wirklich in einer Live-Umgebung. Ja, und das Erste, was wir festgestellt haben, ist, okay, wenn wir es unbegrenzt machen, dann ist es zu mächtig zum XP-Grinden. Ne? Auch das haben wir ja gesehen, denn es kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, dass ein neuer Spieler an einem Nachmittag irgendwie Level 30 oder was ist. Das passt ja nicht zum Rest vom Spiel. Insofern finde ich diese Idee mit der Limitierung eigentlich ganz gut. Wir werden das jetzt auch weiter beobachten, je mehr unser Datensatz anwächst, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber nur damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt, was die Intention dahinter war. Und wir schauen jetzt einfach, ob wir das in Zukunft noch verbessern können und da noch bessere Wege finden, solche Sachen zu implementieren. Jo. Es kommt immer wieder die Frage mit diesem, läuft das Ticket ab, wenn ich wechsle, wann geht's aus? Tobi, das war das Thema, was wir hatten. Kannst du dich erinnern? Ja, Gewässer wechseln und dann ausloggen und wieder einloggen. Gewässer wechseln, ausloggen, wieder einloggen. Ist man dann mal an einem Gewässer und das Ticket läuft nicht weiter? Regulär nicht, nein. Oh, okay. Sehr gut. Ich will nochmal eine... Ja, mach ich. Alles gut. Ah, bezüglich Tourstart. Ja. Wenn ihr bereits am Nordmeer seid und ihr holt euch die Tour, dann müsst ihr nochmal im Reisebildschirm auf Reisen klicken, um die Tour zu starten. Ganz wichtig. Ich mache hier schon wilde Kreise um beides für die neuen Leute. Wilde Kreise. Hier starten, kaufen und dann auf Betreten gehen. Wir haben das gestern gehabt. Wir wollten alle Mann und einige kamen und ich habe auch drauf da gestanden. Was? Ich habe es doch gekauft. Wo ist das Inventar? Links unten nochmal auf Betreten, dass ihr über die Reise da zum Gewässer kommt. Mit dem Equip. Ich habe zum Beispiel noch mal eine spezielle Frage vielleicht an Tobi. Warum kann man keine Max an einem Pilker machen? Das ist eigentlich sehr verbreitet in der Meeresangelei. Also diese Gummimax, diese... Ah, du meinst jetzt oben quasi am Pilker. Ja, wurde jetzt momentan... Ja, genau, so genau, genau. Ah, okay. Man kann sie nur als Beifänger momentan nutzen. Ja. Ah, okay. Gibt es nochmal eine technische Sache, jetzt von der frisch gekauften, von diesem Set, von dem Bundle. Da gibt es ja die Wenger 10.000 SBH und da sind wohl die Spulen überall ausverkauft, das, wenn man reparieren will. Oh, das müssen wir jetzt mal aufschreiben eben. Tobi, kannst du das mal irgendwie notieren? Ja. Ja, das müssen wir uns auch nochmal genauer angucken.
Da gab es auch einige Missverständnisse, was dieses Set betrifft. Ne? Ja. Ich habe das in einigen Videos auch gesehen, wo die Leute sagten, oh hier, 170 Gold als Zugang fürs neue Gewässer. Das ist natürlich nicht so. Ne? Also ein Schnupperkurs ist ein Gold, glaube ich. Unbegrenzter Zugang ist 30. Und dieses Set ist halt, das hat eine der besten Rollen im Spiel integriert. Ich glaube, wenn man das alles zusammenrechnet, ist das sogar fast ein relativ guter Deal. Das war vielleicht nicht die geschickteste Art und Weise, das im Spiel zu präsentieren, weil es ja auch neu ist. Wir hatten sowas ja vorher noch nicht. Und wenn das dann so Front and Center auftaucht, das war vielleicht zu verwirrend für einige. Aber das Prinzip ist natürlich nicht irgendwie den Zugang zu einem Gewässer für 170 Gold anzubieten, sondern dass man dann eben wirklich ein Komplettpaket hat. Aber es wäre möglich, dass irgendwann vielleicht mal ein anderes Set kommt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch wenn das populär ist, vielleicht auch eben auch kleinere Sets. Ne? Das war jetzt halt wirklich absolutes High-End. Insofern richtet sich das auch vermutlich nur an eine relativ kleine Zahl von Spielern. Aber ich könnte mir gerade bei so kleineren Sets vorstellen, dass es da in der Zukunft auch mehr gibt. Den Zugang dann nochmal abzugraden sozusagen, das Set nochmal nachzukaufen, quasi mit dem Ersparnis, wenn man schon den Zugang hat, den Dauerzugang. Du meinst das Set, was man bekommt, also, was man gestellt bekommt? Nee, dass man quasi nochmal sich selbst upgradet, das heißt jetzt vielleicht minus diese 32 Gold vom Permanentzugang für das Set. Ja, Überlegung wert, also... Vielleicht hat jemand sich den Zugang geholt, hat sich gedacht, ja komm, Zugänge hole ich mir vielleicht alle. Und dann die Überlegung, dass dann gesagt wird, ja Mensch, das Set ist ja eigentlich doch nicht so schlecht, wo ich merke, ich bin am Limit jetzt hier. Ja, ja, da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen in Ruhe drüber sprechen, über diese Themen. Diese ganze Idee, das Spiel zugänglicher zu machen, denn das ist nun mal einfach der Hauptkritikpunkt. Ja. Das ist für viele von uns, die da jetzt ihre 5000 plus Stunden haben, vielleicht irgendwie schwer nachvollziehbar. Aber wenn man an seine eigene Zeit zurückdenkt, es kann halt bockschwer sein, in so ein Spiel reinzukommen. Ne? Und dann muss man ja auch bedenken, so ein Update wie dieses hier, das kostet uns tausende Entwicklerstunden Arbeit. Und dann wollen wir natürlich auch, dass die Spieler das erleben können. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres, als daneben zu sitzen und zu sehen, dass irgendwie nur 30% der Spieler das dann auch was davon haben. Deshalb der Versuch, da eben einen Kompromiss zu finden. Klar, das wird sicherlich der eine oder andere, der jetzt schon wahnsinnig lange dabei ist, nicht ganz so gut finden, aber wir müssen das machen, weil sonst ist R4 auch ein Stück weit zu elitär. Ne? Wenn sich so ein komplettes Update und auch eins von der Größe wirklich nur ans High-Level richtet, ist schwierig. Also da... Hier kam nochmal jetzt vermehrt die Frage wegen der Getriebe... Also nicht Getriebelast, sondern das habt ihr ja schon gesagt mit der Getriebelast, dass ihr da keine Daten rausgeben werdet. Das müssen wir halt selber rausfinden. Wegen dem Verschleiß vom Getriebe und Kugellager, dass das halt extrem gerade ist bei vielen Rollen. Ne? Ich merke das bei der Wenger auch, dass halt das Getriebe echt schon schnell runtergeht, obwohl ich nur kleine Fische mache. Kugellager geht auch extrem hoch, Schmierung geht extrem, ne? Ja. Das merke ich halt bei unterschiedlichen Rollen. Ne? Ja, also wir warten natürlich noch den Datensatz jetzt ab, ne? Und der vervollständigt sich jetzt erst so langsam, dann machen wir uns ein klares Bild. Aber es ist natürlich auch so, dass das auch verhaltenstechnische Gründe hat, da kann Tobi vielleicht ein bisschen was zu sagen, warum die Verschleißwerte, unabhängig davon jetzt, ob vielleicht bei der einen oder anderen Rolle noch was falsch eingestellt ist, warum es da zu Problemen kommen kann. Genau, also wir achten schon auf die Reports, ne, und werden das auf jeden Fall auch untersuchen, aber im Allgemeinen ist halt auch zu sagen, viele, viele Leute angeln mit diesem Light Tackle wirklich auf große, große Fische über lange Zeit und dann entsteht auch mehr Verschleiß. Das ist auch nicht nur bei den Rollen, wir haben ja auch Reports im Forum von wegen 50% auf den Rutenringen. Naja, wenn du kontinuierlich Heilburt oder auch andere schwere Fische, ich meine 20 Kilo hört sich leicht an jetzt auf dem Meer, macht aber auch dennoch Druck, gerade in den großen Tiefen. Und dann hat man einfach mehr Verschleiß. Ne? Das muss man halt gegenrechnen. Das ist ja stark der Gier so gesehen, als wenn du mit Ultralight auf Störe angelst. Ja, aber der Verschleiß geht halt einfach nur durchs Rein- und Rauswerfen. Also... ich habe jetzt keine Fische mit der Wenger an der Bremse gehabt. Ne? Also das Getriebe und das Kugellager nutze ich einfach nur durch auch Kleinfischangeln ab. Ne? Ja, natürlich. Also, du hast ja die ganze Zeit Strecke und auch Widerstände. Selbst ein 6-7 Kilo Fisch bringt dein Equipment ja schon auf Spannung.
Ne? Also die Fische sind ja, produzieren ein bisschen mehr Druck als im Süßwasser. Und wenn du dann auf 75 Meter oder 55 angelst, das ist ja deutlich tiefer schon im Allgemeinen. Und selbst ein 6 bis 10 Kilo Fisch bringt dann schon mehr Auslastung quasi auf das Gerät. Gerade mit den kleineren Tackle. Mit dem großen Tackle, da wird es dann nachher nochmal ein bisschen anders sein. Und viele nutzen ja jetzt auch schon die Konventionalrollen, die auch nicht gerade günstig sind, halt für Kleinfischangeln sozusagen. Und durch das Ganze rein und raus kriegst du halt auch Ausnutzung, so wie du schon sagst. Ne? Da muss man halt abwägen. Möchte ich jetzt schon meine konventionalen Rollen die ganze Zeit nutzen, weil das, die Reparatur ist nicht günstig? Oder warte ich bis zum mittleren und großen Bootsrudel? Wir sprechen ja auch viel davon, dass das Equipment sinnvoll aufeinander abgestellt sein sollte. Und das ist jetzt im Moment natürlich überhaupt nicht der Fall, ne? Weil einfach aufgrund weil der Tatsache, dass die meisten Spieler nur Zugriff zur leichten Pillquote haben und da drauf ist so eine super fette Conventional oder auch die fetten Spin-Rollen, die sind natürlich, die stehen in keinem Verhältnis zueinander. Und wenn das Equipment so unausgeglichen ist, dann wirkt sich das natürlich dann auf die Komponenten aus. Und übrigens, was wir auch wieder sehen, ist, kein Schwein benutzt das Gaff. 80 Kilogramm Halibut, egal, aus dem Wasser heben. Das kann man alles vermeiden. Ne? Also lass diese großen Fische vor allem, lass die im Wasser, lass die mit dem Kopf unter Wasser und gaff die. Ja. Ich habe tatsächlich auch wahrscheinlich ganz einfache Fragen. Punkt A, Farbblindenmodus. Ist da was geplant? Wir haben ein paar Blindschleichen, kenne ich selber. Ja, wir auch im Team. Ja, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was aus dieser Idee geworden ist. Muss ich nochmal nachhaken. Dann geht es gleich weiter. Licht auf dem Boot. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Oh ja. Gerade Nachtbewegung, gerade. Ist da irgendwas? Kommt da was? Ist vielleicht nichts? Ich möchte nicht sagen ja, aber die Idee ist gut und im ersten Moment sehe ich jetzt erstmal nichts, was dagegen spricht. Deshalb, ich kann es mir gut vorstellen, ja. Und dann ist eine Frage tatsächlich von mir, bei Bremse zu und Wellengang, hat der Wellengang Einfluss auf die Route? Ist da, was ich meine? Ihr macht die Bremse zu und es kommt eine Welle hoch, runter. Ja. Also nicht nur der Wellengang, auch der Wind. Wenn du jetzt beispielsweise Sturm hast, haben wir da 20 Millisekunden, ne? Windstärke oben. Und wenn du dann den, sagen wir mal, Heilbutt mit 75, 80 Kilo drillst, dann ist der Drill auf jeden Fall schwerer durch diese starke Drifte. Das muss man mit einrechnen. Okay. Und ich soll einfach mal ein Lob aussprechen, was ihr für eine geile Leistung da hingelegt habt. Das war jetzt keine Frage, das sollte einfach mal rauskommen. Ne? Das ist sehr nice. Ja, auf jeden Fall. Geben wir weiter an den guten Alex und den guten Juri, unsere beiden Chefprogrammierer, die Übermenschliches leisten dieser Tage. Die sind wirklich, die sind echt hart drauf, die beiden Jungs. Also, das Lob gebe ich gerne weitergeben. Joe, du schreibst zum Beispiel. Joe, du sagtest gerade schon, du hast schon eine Liste an verschiedenen Sachen, die halt vielleicht noch besprochen oder besprochen wurden. Wir hatten ja schon mal einen Q&A, wo viele, viele Fragen beantwortet wurden oder sich notiert wurden. Unter anderem sowas wie Markierung auf der Map setzen oder eben, dass wir gerade tatsächlich drauf auf der Liste mit der Beleuchtung am Boot. Das sind eben auch alles so alte, altbekannte Sachen. Jetzt ist natürlich die Frage, aber wenn wir das jetzt, ich sehe das hier, ich sehe ganz viele Sachen auch im Chat, die eben eigentlich schon altbekannt sind. Wie komplex ist denn das, was jetzt schon weitergegeben wurde? Also es sind halt ganz viele Sachen. Ja, das ist schon ziemlich komplex. Also es ist schon eine ziemlich lange Liste. Es ist so, dass bei manchen von diesen Features, das sage ich auch schon mal vorher, einfach aus Transparenzgründen, einige dieser Features eignen sich sehr gut als Premium-Features. Wir haben ja immer das Problem, viele Spieler sagen so, das Premium ist nicht attraktiv genug. Und es gibt für uns nur wenige Dinge, die wir zum Premium hinzufügen könnten, die aber jetzt keinen direkten Einfluss aufs Gameplay haben, also die dir nicht einen klaren Vorteil im Spiel verschaffen. Sowas wie Lichter auf dem Dach oder so, das ist zum Beispiel Rotpots. Rotpots mit Abstrichen. Aber das wären eben, das könnte ich mir vorstellen, dass das Premium-Features werden. Das würde ich nicht ausschließen. Also das einfach auch nur schon mal so ein bisschen da, damit ihr wisst, wo ihr sowas eventuell erwarten könnt. Wenn es technische Sachen gibt, gerade jetzt hier, wenn man das Gaff zum Beispiel gar nicht rausholen kann, das dann auf jeden Fall auch melden, ne? Also bei solchen technischen Sachen. Und am besten im Forum, ne? Wo das nicht untergeht. Scott ist sowas schnell mal überlesen.
Perfekt. Die Ausrüstung bitte noch dazu posten, ganz wichtig. Ich sehe das jetzt des Öfteren, dass einfach ein Screenshot gepostet wird. Wir können schon vieles in den Logs entnehmen, aber nicht immer alles. Also Ausrüstung posten, so können wir das super einfach versuchen nachzustellen. Das ist nämlich auch wichtig, gerade für irgendwelche Bug-Reports, ne, wenn wir das im Tracker einfügen möchten. Nur mal eine Frage, wenn ich jetzt Steam-Spieler bin, wo mache ich da am besten Support? Im englischen Discord? Oder wo es. Auf die Region an, wo dein Account registriert ist. Also wenn du meinetwegen Deutschland jetzt. Ja, dann an uns. Ne? Also wir haben ja für administrative Fragen admin@r4game.de und für Tech-Fragen support@. Okay. Also per E-Mail dann, ne? Genau. Wenn ihr das System für die Bootstouren nochmal ändert, fragt Hefi, bleiben dann meine drei aktuellen erhalten? Ja, sicher. Also egal, was wir ändern, das, was du hast, das hast du. Also da kommt nichts weg. Top. Nee, genau. Hier Vorteile für Geld, Pay to Win in Zukunft. Das ist halt das, was wir um jeden Preis zu vermeiden versuchen. Ne? Und deshalb sind wir auch bei diesen Themen immer so vorsichtig. Auch beim Premium. Das sollen halt alles Sachen sein, die das vielleicht das Quality of Life ein bisschen erhöhen, aber gleichzeitig muss es immer optional bleiben. Ne? Wer dann entscheidet, hey, das ist mir ein bisschen Unterstützung wert, weil ich freue mich vielleicht auch aufs nächste große Update, super cool natürlich, aber gleichzeitig ist der Anspruch eben auch, dass man das Spiel komplett ohne irgendwie Echtgeldeinsatz spielen können soll und das wird auch so bleiben. Möglichkeit, dass es eine Anzeige gibt, in welche Richtung die Drift geht, dass man das besser mitbekommt? Guter Punkt. Ich weiß nicht, wie komplex das ist, aber wenn das möglich ist, dann können wir mal drüber sprechen. Gerade weit draußen natürlich super schwierig zu erkennen. Ne? Also Dima, wegen Skins, ich denke, da hatte Joey letztes Mal auch schon gesagt, da wollt ihr in Zukunft noch ein bisschen was machen, so, ne? Dass man andere Skins sich noch kaufen könnte. Ja, das ist der Plan. Wie ich uns kenne, stürzen wir uns jetzt sofort in das nächste große Gameplay-Update rein, einfach weil alle heiß drauf sind. Aber der Plan ist zumindest, sich auf diese Dinge mehr zu konzentrieren. Ja. Okay. Das sind ganz, ganz viele Fragen, die halt eigentlich schon mal beantwortet worden sind, auch so mit Minimap und so. Ist halt immer die Frage, also inwieweit das eben, das, was du jetzt gerade auch sagtest, ne, inwieweit die Kapazitäten halt da sind, sowas umzusetzen. Aber ich glaube, übermittelt oder bekannt sind glaube ich, die ganzen Fragen. Ne? Ja, klar, vieles. Auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich auch gerade nach dem Update viele neue Spieler. Insofern ist es auch kein Problem, wenn wir das eine oder andere mal wiederholen. No. Also es ist auch, glaube ich, auch das haben die meisten von euch schon 100-mal gehört, aber es ist mir immer wieder wichtig zu sagen, R4 ist vom Konzept her kein Arcade-Action-Game. Das ist eine extrem tiefe und komplexe Simulation, ne? Und unsere Grundphilosophie ist und bleibt, dass Erfolg nicht garantiert sein darf, weil er sonst nichts wert ist. Und dass dann aber, wenn man sich mit der Zeit verbessert, wenn man Erfahrungen sammelt, wenn sich der Skill verbessert im Drill, wenn sich das Equipment verbessert und vor allem, wenn der Austausch mit einer Community da ist, dann kommen diese Erfolge halt regelmäßiger und dann weiß man halt auch, dass man sich diese Erfolge erarbeitet und verdient hat. Das ist das absolute Grundprinzip von R4 und für alle neuen Spieler, die vielleicht jetzt so gerade auch am Anfang so Phasen haben, wo es mal richtig kacke läuft oder so, das ist am Anfang, kann das passieren, aber macht euch keine Sorgen, das wird mit der Zeit immer besser und immer gezielter. Klar, auch für hochlevelige Spieler gibt es Tage, da kannst du dir den Arm ausreißen und es klappt nicht, aber das ist halt der Chaosfaktor, den so ein Spiel braucht, sonst ist es kein Angelspiel. Die Alternative kennt man vielleicht aus anderen Games, wo es dann mehr so Malen nach Zahlen ist. Und das wollen wir um jeden Preis vermeiden. Hier kam gerade noch die Frage, Fliegenfischen irgendwann in Zukunft vielleicht noch? Ja, bleibt auf der Anspruchsliste. Was soll ich sagen? Okay. Ist ja auch eine Ehrensache mittlerweile. Ne? Ich meine, wie könnten wir das nicht versuchen, ins Spiel reinzubringen? Priorität war halt das Meeresangeln jetzt. Und ja, klar. Da gingen jede Menge Stunden rein. Ja. Brandungsfischen sicherlich auch ein spannendes Thema.
Und da ist es jetzt so, da kann man halt jetzt schon eher sagen, okay, da ist jetzt halt die Basis ja schon mehr oder weniger für geschaffen. Mhm. Also es ist zum Beispiel auch durchaus realistischer. Vielleicht jetzt in dass man sich so Sets zusammenstellt, sagen wir so, man packt sich eine Angeltasche und holt sich eine Angeltasche und dann sagt man, okay, in der Angeltasche sind jetzt die und die Köder drin oder ich mach mir eine Köderbox, dass man sagt, okay, einfach für die Usability einfach im Game, dass du dein Inventar öffnest und sagst, ich habe jetzt hier nicht nur meine Favoriten, die ja fast so groß sind wie alles andere auch schon, aber dass man sagt, okay, auch für die Übersichtlichkeit, man kann sich hier eine Köderbox zusammenstellen vielleicht und das ein bisschen besser sortieren. Gerade im Kunstköderbereich ist das ja ein never-ending Suchen, bis man den einen Köder wieder gefunden hat. Stimmt, ja. Ich meine, wir haben ja über die letzten Jahre mehrere Inventory-Features noch mit eingebunden. Die Suchleiste ist ja natürlich schon hilfreich, die gibt es da wirklich lange nicht. Jo. Auch andere Funktionalitäten, dass man mehrere Items markieren kann und löschen, also oder Sets quasi speichern. Überlegt, ne? Und da würde mich auch vielleicht können wir da einfach mal kurz so eine Plus-Minus-Geschichte im Chat rausmachen. Ob man sagt, vielleicht, und übrigens, unabhängig davon, wie jetzt das Feedback ist, ich kann weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung was garantieren. Es kann sein, dass ihr die Idee total kacke findet und das trotzdem kommt, aber es würde mich mal interessieren. Wir haben schon mal überlegt, ob wir das Gesamtequipment eher so ins Haus packen und man dann für spezielle Trips sich ein Inventar zusammenpackt, das dann auch dementsprechend limitiert wäre oder so. Macht mal Plus, wenn ihr das für eine gute Idee haltet und Minus, wenn ihr das für eine richtige Kackidee haltet. Bei mir kommt Minus. 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 Also es kam gerade die Frage, das wäre nämlich auch interessant, obwohl das ob man... Plus ist bei, also bei mir nicht. Ja, aber mehr deutlich mehr Minus. Deutlich, ja. Ich wollte nur mal ganz kurz fragen, was glaube ich auch zu dem Thema ganz gut passt, ob man sich Sets zusammenstellen, also dass man sagt, hier... Das Set ist jetzt mein für kleine Fische, das ist jetzt meine, weil mit dem Beifänger, das kann man sich ja eigentlich gar nicht merken, so wie man das zusammengebaut hat. Ob man dann vielleicht irgendwie so ein Vorspeicherding nimmt, irgendwie. So das könnte man ja auch wieder mit. Meinst du, gar? Genau. Haben dass wir man auch das vielleicht auch für Premium denn, ne? Für Premium zum Beispiel dann. Oder halt, dass man sich drei Sets oder so ohne Premium und dann mehr Sets mit Premium zusammenstellen könnte. Das wäre halt auch geil. Ja. Also ich hab auch noch eine Restlaufzeit von Tickets. Die Anzeige dafür. Ist vielleicht auch ganz interessant, gerade bei 5-Tage-Tickets. Man sagt, Mensch, ich kaufe mir das Ding, fahre los. Mist, verdammt, wie viel habe ich noch? Lohnt sich das rausfahren noch? Die Anzeige gibt es, by the way. Schau mal, da an der rechten Seite ist so eine Benzinanzeige und links daneben ist so ein kleines Ticket. Und die geht runter. Ja, die Benzinanzeige geht runter, wenn das Ticket abläuft, Stück für Stück quasi. Jo. Das ist die Ticketanzeige. Und wenn es kurz vor Ablaufen ist, steht da auch der Shortcut zum quasi zum Klicken, dass du dein Ticket erneuern willst. Also das ist unsere Ticketanzeige. Willkommen auch noch mal bei R4 Sille als Neuzugang. Ich wusste das bis kurz vorm Update. Ich war nämlich noch mal Ladoga Archipel schleppen, bevor das Update kam. Da hatte mir auch einer das erzählt. Ich wusste es auch nicht. Ich wusste das bis vor zwei Wochen, wusste ich das auch nicht. Okay. Ich hab zwar diesen Balken gesehen, aber gar nicht drauf geachtet, weißt? Es gibt da so Tutorials, ne? Hashtag Werbung, Feierabend, Punkt. Übrigens, wegen YouTube nochmal, ich denke, Feierabend und ich werden den Stream auch auf YouTube dann nochmal hochladen, ne? Ja, safe, ja. Die ganze Frage. Klar, logisch. Einmal Lobelei, aber spitzenmäßige Videos auf YouTube von allen, super hohe auf den anderen beiden in diesem Fall, aber auch noch von anderen Creatoren, super hochwertig. Also gerade wenn ihr neu seid, dringend zu empfehlen. Ja, YouTube-Kanal reinposten. So. Ich habe eine Frage. Nee, was heißt, Duckstein schreibt, alles schön mit dem Hochseegewässer angeln, tolle Frequenz, gutes Silber, bla bla bla. Aber die anderen Gewässer sind gefühlt im Keller. Ist das wirklich das, so? Nee, das 70% ist, der Spieler stehen momentan am Meer und es wird halt weniger geteilt. Ich weiß nicht genau, ob er auf diese Nummer rausgeht, was wir vorhin uns unterhalten haben. Dieser Hype und dann der Einbruch oder so. Ich bin mir nicht sicher, wo er da hin will mit der Frage. Es ist das Gleiche, kaum jemand angelt an der Sura. Zum Beispiel, jetzt einmal ein Beispiel, ne?
Und alle sagen immer, die Sura, da geht nichts, weil da halt kaum Spots gepostet werden halt, ne? Aber letztendlich gibt's überall Spots, bloß die müssen halt gefunden werden, ne? Und man denkt ja so, da geht nichts, ne? Aber ja. Also von dieser Grundidee, dass wir irgendwas in unserem Spiel, an dem wir hart arbeiten, absichtlich nerven, um euch irgendwie auf die Nerven zu gehen, davon müsst ihr euch verabschieden. Ich weiß, das macht Spaß irgendwie, aber das ist halt totaler Quatsch. Ne? Das wäre ja das Letzte, was ja, Sinn macht, auch aus Firmensicht, dass wir irgendwie das Spiel künstlich weniger interessant gestalten oder so. Ja. Ne? Also das ist einfach nie der Fall. Ja, so ne, es wird irgendwann ruhiger werden, vielleicht auch runterkommen auf Normalpegel, aber das wird eine ganze Zeit dauern, denke ich mal. Also die Fängigkeit oder die Masse der Leute auf dem Meer tatsächlich. Ne? Absolut. Das ist ein Mega-Hype, der wird brennen, der wird lange brennen, das merken wir alle. Sind wir mal ehrlich, wir haben alle Zahlen, die sind gigantisch. Also solange ich mein Trophy Schwertfisch nicht raus habe, gehe ich ja auch nicht weg, ne? Also. Ja, mit der Stippe war was los, ey. Geh mal auf, ey. Also der Trophy Schwertfisch, das ist für mich Pflicht, ne? Ich mache erstmal nur bis 75%. Das ist Ehrensache. Ja gut, da hast du dich auch frühzeitig mit deinem Avatar-Bild hast du dich da committed, ne? Ja. 75% reichen bei mir und danach geht's weiter an die anderen Gewässer nochmal. Vor allem, erstmal. Ja, man kann es jetzt natürlich Neues auch kaputt machen, genau. Ne? Wenn du es jetzt völlig überziehst und so, dann hast du irgendwann diesen Effekt, man kennt das ja auch von anderen Gewässern, dass du kannst es dann irgendwann nicht mehr sehen. Vor allem will ich Jerkbait machen. Wieso? Aber Bärenstensee habe ich 3 Jahre durchgehalten, ne? Ja, du bist auch wahnsinnig. Du bist auch ein Freak, ja, sagen wir es nochmal so, wie es ist. Nochmal ganz kurz. Ich habe immer noch die Frage ganz oft: Routenhalter auf dem Boot. Weiß nicht. Braucht man sowas? Habe ich auch gerade mal gefragt. Nee, also erstmal ist es halt das ganze Update ist darum designt, dass man mit einer Angel angelt. Ne? Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass du mit einigen Rigs und an den richtigen Spots eine derbe Frequenz hast, sondern einfach auch, weil, das merkt ihr jetzt schon, die Drills dauern einfach teilweise so lange, du bist da beschäftigt, was willst du da noch 2 andere Rollen draußen haben, die durchgehauen werden? Bei mir war die Frage wegen dem Routenhalter, nur damit er hinterher mit dem Trollinggang das machen könnte, wenn ein großer Fisch beißt. Das verstehe ich. Aber das ist im Moment noch nicht dahingehend gebalanced. Ich möchte das nicht ausschließen für die Zukunft. Aber erstmal ist das nicht geplant. Und es ist natürlich ein Stück weit auch Ehrensache. Ne? Also auch hier wieder für dieses Gewässer, unsere Jungs, das ist ein Fjord, wo die schon angeln waren. Und viele andere von uns waren auch schon viel Norwegen angeln. Das ist, man angelt einfach in Norwegen nicht mit einem kompletten Routensatz. Das ist nur bei diesen geguideten Touren, wo 3 norwegische Profi-Angler gelangweilt neben dem Touri sitzen und die Route halten. Aber wenn du da alleine unterwegs bist und dann angelst du da halt mit einer Route. Einfach weil alles andere ist nicht praktikabel. Ich habe hier, das Gaff ist zu kurz. Also ich lese das jetzt gerade nur aus dem so. Ist da was dran? Kommt mir auch manchmal so vor, ja. Könnte ein bisschen länger sein, ja. Aber was ich auch festgestellt habe, das ist ja schon immer so bei ELF hier, du musst ja den Fisch ein bisschen, dass er mindestens ein bisschen durch die Oberfläche durchguckt, weil sobald der Fisch noch komplett unter Wasser ist, kann man ihn ja gar nicht cachern, ne? Nee, also er muss. Also er muss, sein. Genau, er muss ein bisschen. Ja. Genau. Aber das reicht ja, ne? Und das macht ja einen riesen Unterschied, ob du den Kopf raushebst oder den ganzen Fisch und der Fisch im schlimmsten Fall sogar in der Luft nochmal schlägt. Ne? Weil dann hast du ja das unabgefederte, das unspezifische Gewicht des Fisches, was voll in dein Equipment reinhaut. Der permanente Minimap. So. Steht auch auf der Liste. Danke. Dann noch so ein Ding zu den Spots. Ich meine jetzt nach vielen, vielen Jahren auch mal wieder mehr Rotation in den Spots. Wenn man jetzt zum Beispiel den Bärensee sich anschaut. Ja, natürlich gibt es auch andere Spots, aber trotz allem dominieren ja quasi 3 Spots. Also, warum ist das so? Warum ist das so? Erklärung, weil viele Spieler sich diese Position merken und auch immer wieder dahin gehen und von da aus wird dann gepostet. Klar, ich meine jetzt zum Beispiel, man hat ja jetzt mit den neuen Rollen Möglichkeiten, auch im Hauptstrom von der 8-Huber zu angeln. Macht das eine? Wahrscheinlich nicht. Aber auch da gibt es halt Spotflächen. Hecht ist ein gutes Beispiel an der Festung. Da gibt es
ich weiß nicht, wie viele Spots. Ne? Aber an der Regel werden ja immer nur diese zwei, drei bestimmten Plätze abgefischt. Und das gibt, das Gleiche gilt auch für andere Fischearten. Gerade beim Karpfen am Bernsteinsee. Viele ältere Spots, die damals am Anfang noch geteilt wurden, werden gar nicht mehr befischt. Weil immer nur diese drei, vier Standard-Spots abgegangen werden. Weil funktioniert ja. Bei Ködern das Gleiche, ne? Bei den Ködern genau das Gleiche. Gerade wenn wir so ein Buffett-Modus-Turnier mal machen, hier so ein Buffet, wo du dann halt mit unterschiedlichen Köder angeln musst. Das hatten wir damals letztes Jahr mal mit Sille gemacht. mit Pellets und Boilies. Und da fangen die Leute mit 200 verschiedenen plus 200 verschiedenen Boilies und Pellets Karpfen. Also nicht nur zwei oder drei Gehen. Das war ein sehr geiler Turniermodus, wirklich. Genau das wollte ich sagen. Das ist halt genau der Punkt, warum eben so ein Turniermodus mit festgelegten Ködern halt auch so interessant wäre, dass man sagt, heute Wettangeln nur mit Kartoffeln, nur mit Eierteich und weiß der Geier. Ja. Und da kommen halt ganz andere Sachen noch bei rum. Ne? Die Flexibilität der Turniergestaltung, ganz, ganz tolles Thema. Warum dominieren immer diese zwei, drei verschiedenen Köder so stark? Ganz einfach, weil Anhaltspunkt. Ne? Man schaut sich die wöchentlichen an und hat einen Anhaltspunkt, man übernimmt das, weil ist ja weniger Aufwand. Aber du fängst jetzt gerade hier auch am Meer, du kannst so viele Sachen durchprobieren und wirst deine Fische auch fangen. Es sind ja nicht nur ein, zwei Köder oder Farben auch, die funktionieren. Dennoch wird es, wenn du jetzt mal die wöchentliche aufmachst, siehst du meistens die gleichen Köder bei den Pilgern oder so, weil es halt einfacher ist. Als Orientierung. Und es funktioniert dann ja auch. Gerade sagt jemand im Chat, es hat halt keiner Bock, so lange zu suchen. Das verstehe ich auch. Aber auf der anderen Seite gibt es Leute, denen macht dieses Suchen Bock, weil sich das halt realistisch anfühlt. Und am Ende des Tages haben wir gar keine andere Wahl, weil jedes andere Game Design führt uns dahin, was man möglicherweise aus anderen Spielen kennt und was zumindest nicht unsere Philosophie ist. Das soll nicht heißen, dass andere Angelspiele kacke sind oder so, aber diese Grundphilosophie, dass du in R4 halt dir diesen Erfahrungsschatz erarbeiten musst und dass der auch was wert ist, dass der aber trotzdem nicht immer eine Garantie ist, das ist so unglaublich wichtig, weil alles andere macht das Spiel, wird arkad, ganz genau. Der Frust. Ich denke, wir bieten viele Möglichkeiten. Also für die Leute, die jetzt nicht ganz so viel Zeit haben, die können sich halt an euch Streamern orientieren, an den Spotposts, VK-Forum, oder halt auch an der wöchentlichen Listung, können diese Sachen übernehmen. Aber es gibt auch immer wieder die Spieler, die super viel gerne rumexperimentieren. Und das ist schön, wenn sowas funktioniert, oder? Hier fragt, noch eine Sache zum Posenangeln, was ja auch ein bisschen, vielleicht liegt es einfach an der Engine. Bester Mann. Ich habe das gerade eben nochmal reingegeben hier, oder ich habe gerade mal ausgeworfen. Es gibt halt Kameraeinstellungen oder Blickwinkel, wo du die Posen verdammt nochmal nicht siehst. Ab einer gewissen Entfernung, also klar siehst du immer nur die Pose, die du in der Hand hältst, unten in dem schönen Fensterchen, aber wer angelt denn mit einer Pose, also Matchpose? Ja. Und also auf Entfernung die ganze Zeit. Auf Entfernung, ist tricky, ne? Also ab einer gewissen Entfernung. Mal schauen, ob wir das vielleicht nochmal optimieren können. Gerade am Archipel wird ja viel auch vom Ufer auf, sagen wir mal, 40, 50 Meter geangelt auf die Weißfische. Ne? Da ist das schon verständlich. Die Frage ist nur, wie das technisch geht. Ne? Genau. Ist es möglich, dass man dann da halt so eine Riesenboje hinsetzen müsste? Und das ist dann halt auch wieder heftig immersionsbrechend. Vor allem, weil die ja auch dann nicht das reale Gewicht darstellen würde. Weil wenn du die auf Distanz sehen willst, die muss ja größer sein. Das ist ja das größte Problem. Ne? Die wird halt nicht richtig dargestellt, weil die zu klein ist. Nein, man sieht das, wie gesagt, von... Also, du hast ja diesen Punkt, du musst drei Posen auf der Distanz auf einen Punkt legen. Machst du drei verschiedene Köder oder so, gehst auch gerne mal gefächert so ein bisschen und dann hast du das Problem, was Feier gerade sagte. Ja. Da hilft das in Hand nehmen, aber das andere musst du reinzoomen. Das ist echt tricky. Also auf Distanz angeln, gerade die Monster-Match werfen so haargenau, da kann man richtig viel mit machen, aber man kann es nicht sehen. Naja, das ist schon anstrengend, man muss Posen angeln. Vielleicht könnte man drei von diesen Fenstern nebeneinander setzen oder irgendwas, ich weiß es nicht. Aber jetzt da so eine Riesenboje dran zu hängen, das finde ich eigentlich nicht so geil. Man muss mal gucken. Aber du hast ja das Problem, Posenangeln ist schon mal wesentlich schwerer, weil du musst kontinuierlich auf die Posen gucken. Nicht wie beim Grundangeln, ich gehe nebenbei Kartoffeln schälen, geht nicht. Und dieser Wechsel, gerade auf der Distanz, du musst links, rechts, rein, ranzoomen, das ist so ein, das macht ja Spaß, aber auf Dauer ist das Stress.
Herr Fletcher hier auch mit einer Idee, dass man vielleicht eine Polbrille einführt, die man konstant aufhaben kann in diesen Situationen, wo auch dann gut, ja, das Licht gebrochen wird so ein bisschen und du die besser, das könnte auch eine Idee sein, ja. Also es ist ja tatsächlich so eine grafische Sache. Ich hatte das irgendwann mal in einem Zoom im Haus, sieht man ja zum Beispiel, glaube ich, so ein Radio in der Ecke stehen, da sind eben auch so parallele Linien und da sieht man das eigentlich ganz gut, wie verschoben das sozusagen ist, je nachdem, wie man die Kamera bewegt sozusagen. Da wäre halt DLSS wieder gut, ne? Wenn mit diesem Nvidia-Feature, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, klar. Weil das macht das dann scharf. Ne? Natürlich, diese ganzen neuen Technologien sind alle ein Traum. Ne? Ich meine auch die Geschichte, dass wir LODs nicht mehr generieren müssen und so, dieser ganze Quatsch, der uns im Moment die Ressourcen wegfrisst, das wäre natürlich alles toll. Aber da sind wir einfach noch nicht. Aber klar, da haben wir ein Auge drauf, natürlich. Aber man eine muss Frage. Ja, festhalten, wie viele Spiele. AAA-Titel haben wirklich DLSS integriert momentan. Mhm. Das sind noch nicht viele. Also es ist kein einfaches System. Ja, also ich sag mal so, die neuen Spiele, die nehmen das alles mit rein, also jetzt ohne Raytracing, ne? Einfach nur mit diesem DLSS, mit der KI. Das wird jetzt, sag ich mal, eigentlich so gut wie bei jedem Spiel, was jetzt neu rauskommt, hat das jetzt drin, ne? Oder die patchen das halt nach, ne? Ja. Aber alles gut, ne? Guckt einfach in Zukunft, was man da machen kann. Ist ja auch eine Frage mit der Engine, ne, wie das alles so läuft. Definitiv, ja. Was? Aber eine Frage hätte ich noch wegen dem ganz kurz, Bus, wegen dem Echolot, weil einer geschrieben hat, er sieht zwar auch die Fische, die da langschwimmen, aber er kriegt auch genügend Bisse, wenn da kein Schwarm zu sehen ist, ne? Ja, weil es sind ja sozusagen Populationen. Das ist kein einzelner Fisch. Ne? Das sind Orientierungswerte. Wenn er zum Beispiel da schwimmen zwei, drei Fische auf 20 bis 35 Meter lang, dann weißt du, okay, da sind Fischschwärme in diesem Meterbereich. Feierabend hat er auch übrigens ein super Video zu gemacht. Ist ja nicht hat gesagt. Alles erklärt, auch mit den Populationen, wie man sich daran orientieren kann. Also wenn man das wirklich im Detail mal sehen möchte, einmal auf seinen Kanal gehen. Er erklärt da alles ausführlich. Genau, Markerpunkte auf dem Sonar. Ja, absolut. Haben wir auf dem Schirm, ist frisch diskutiert. Ja. Bob. Sehr gut. Nochmal, bei all diesen Dingen, ich kann das alles nicht garantieren. Ne? Wir diskutieren das natürlich im Team, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Meinungen. Kann sein, dass jemand sagt, okay, ich lege mein Veto ein gegen diese Idee, weil XY, wenn ich hier sage, oder Tobi, hey, das ist eine gute Idee, heißt das natürlich nicht, dass es kommt. Aber es heißt auch zumindest, das ist jetzt nichts, was unserer Spielphilosophie völlig widerspricht oder so. Grundsätzlich. Dann sagt nochmal jemand, kommt vielleicht in Zukunft irgendwann mal wieder nochmal ein Grundgewässer, ein neues? Wieder ja, halt so bestimmt, das Grundfischen. Bestimmt. Das ist ja auch, haben wir auch, glaube ich, im letzten Stream schon mal drüber gesprochen, es ist halt die erste Reise jetzt auch außerhalb von Russland, ne? Und die Möglichkeiten sind halt so vielfältig, die wir jetzt noch haben. Es gibt Kontinente, die wir noch nicht angerührt haben, ne? Wir sind jetzt im europäischen Nordmeer, es gibt ohne Ende Ozeane, die uns offen liegen, also die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt. Und gerade noch eine Frage, kann man auch Teil des R4-Teams werden? Kann man sich bei euch bewerben? Also aktuell sind wir gut besetzt, aber wenn ihr eine ernsthafte Bewerbung schreiben möchtet, immer gerne, auf jeden Fall. Also wer weiß, was die Zukunft bringt. An Admin wahrscheinlich dann auch. An Admin, ne? Ja. Es ist wichtig, okay, dass ihr, wenn ihr es ernsthaft erwähnt, ihr müsst absolut fließend Englisch sprechen. Weil die gesamte Kommunikation auf Englisch stattfindet. Müsst euch richtig gut mit dem Spiel auskennen, mit Real-Life-Angeln. Natürlich ein Gespür für Community-Arbeit haben, all diese Dinge. Also das ist tatsächlich doch recht anspruchsvoll. Aber klar, wir freuen uns über Bewerbungen, auf jeden Fall. Zwei Fragen ganz kurz. Springende Fische, kommen die vielleicht? Springende Fische haben wir. Wir kommen nochmal in R4. Nein, ich meine an dem neuen Gewässer. Ich habe noch keinen neuen Gewässer. Ja, ach so, ja, da hast du recht. Ich wundere mich tatsächlich auch, weil... Es gibt sie, es gibt sie. Das kann ich bestätigen. Oha, okay. Habe ich noch nicht gesehen. Also, ja, es ist selten. Es kommt drauf an. Aber auch ein Schwertfisch kann aus dem Wasser hopsen, glaub es mir. Und das sieht phänomenal aus. Geil. Okay. Tja, alle Water Frank, dann gib mal Gas. Ja, geht an. Ja, ich bin bei. Ich mache jetzt Prozente bis tote Köderfische und keine Ahnung.
Muss ich gucken, ja. Jetzt wurde ja so viel Neues gemacht, ne? Und eigentlich ist ja die Idee und die Spielmechanik ja schon fast etwas anders als das restliche Game. Also dieser Eines Spiel. Genau, dieser Progress durch das Hochleveln, das Freischalten der Montagen und so weiter und so weiter. Die Wertigkeit und die Nutz oder der Sinn der Montagen ist ja im Moment viel mehr zu spüren. Als bei allen anderen Montagen, ne? Beim Grundfischen hast du dann, sag ich jetzt mal, PVA, was natürlich die Frequenz drastisch erhöht, ne? Und jetzt ist natürlich klar. Aber sonst hast du das halt nicht, dass du jetzt eine Montage aufwertest durch neue Zusätze und damit die Fängigkeit halt erhöhst. Ne? Naja, vielleicht mit den Boilies natürlich, ne? Aber die Frage ist ja klar. Welche jetzt kommt. Was ist mit den alten Montagearten? Was ist mit dem Grundangeln? Was ist mit dem Spinning? Mhm. Also ich sag mal, ich als Altangler würde mich vielleicht sogar mehr freuen über eine Überarbeitung von alten Gewässern, von alten Angel oder von den alten Skillbäumen, als über eine neue Map erstmal. Ja. Also zumindest haben wir auf jeden Fall mit diesem Update eine Menge neue Lerneffekte. Und deshalb auch, wenn euch dieser neue Skillbaum, die Art, wie er aufgebaut ist, wenn euch das gefällt, lasst das auch gerne als Feedback da. Denn ja klar, ich habe auch das Gefühl, dass das was ist, was man sehr gut auf die alten Skillbäume anwenden könnte, diese neuen Dinge, die wir hier gelernt haben. Zwei kurze Fragen. Lenk reparieren, kommt das? Ja, nein? Nein. Okay, das kann man nicht reparieren, wenn Lenk durch ist er durch. Ja, alles gut. Und die Reparatur im Offline-Modus. Weil viele den Rechner über Nacht laufen lassen, kam jetzt auch wegen Stromverbrauch und so, ist ja irgendwo verständlich. Sehr, sehr berechtigte Frage, ja. Wird weiter diskutiert, auch auf diversen Listen. Das ist kein neues Thema, auch bei uns intern, kann ich noch nicht zu sagen, aber ich finde den Ansatz, dass wir verhindern, dass Rechner wegen unserem Spiel nachts grundlos durchlaufen, den finde ich extrem nachvollziehbar. Ja. Also das würden wir auch gerne vermeiden. Genau, Kunstköderherstellung und ähnliches, ne? Das war ja, wurde ja glaube ich schon gesagt. Je nachdem, wie das halt jetzt passt und was. Also es gibt halt die Option, dass noch Erweiterungen kommen fürs Meeresangeln. Ist halt die Frage, wo die Zeit ist sozusagen dafür, ne? Ja, genau. Ja. Also ich weiß nicht, was das für eine Frage ist, ich verstehe sie nicht ganz. Wöchentliche Rekorde für einzelne Gewässer. Ja, okay. Ja, das hatten wir, glaube ich, in jedem FAQ-Stream bisher. Ich meine, das ist immer noch eine Überlegung, aber schwer realisierbar. Müssen mal gucken, wie stabil. Ich meine, das Update lief jetzt relativ stabil. Ne? Das, darf man nicht vergessen. Aber ich meine, wir haben das auf dem Schirm. Ne? Und ich kann auch verstehen, dass Spieler sich sowas wünschen, dass die wöchentlichen Rekorde halt für jedes Gewässer separat dargestellt werden, um einen besseren Anhaltspunkt zu haben, als nur auf globaler Ebene. Aber da können wir halt auch nichts versprechen. Da ist sie wieder, die Kühlbox. Für Köderfische. Steht auch auf der Liste. Ah. Boah, was eine Liste, ne? Wenn man die nur sehen könnte. Ja, es ist ein, ein langes Ding. Ja. Die Liste, ja. Die Liste. Ja, das ist ja. Ne, ich meine, wir R4 ist mittlerweile wirklich komplett global geworden. Wir haben Teams in China, in Südkorea, in USA, was weiß ich wo. Wir müssen diese Dinge halt koordinieren. Diskutieren, ne, das kostet Zeit und so, das ist halt sowas ist halt nie eine One-Man-Show. Das ist einfach, das nervt manchmal, aber das gehört auch dazu. Das ist auch einer der Gründe dafür, warum R4, glaube ich, ein gutes Spiel ist. Dass wir uns diese Dinge nicht einfach machen und wirklich schauen, okay, wie passt das ins Spiel? Zerstört das möglicherweise die Immersion an irgendeiner Stelle oder zerstört das irgendeine Spielmechanik? Das ist einfach viel Abwägen. Aber ja, gute Idee. Lockstoffe für Gummiköder und sowas. Ich meine, das ist das gleiche Thema wie Lockstoffe für Naturköder. Wäre halt alles geil, ne? Ja, vielleicht nicht unbedingt so wahnsinnig im Meer, weil ich weiß nicht, wie viel Effekt das da hat. Aber haben wir ja schon so gesehen, ne? Also die Leuchtperlen, die Rasseln sind ja sozusagen zusätzliche attraktive Elemente, um das Rig mehr ansprechend zu machen. Genau, ja, ich dachte jetzt hier eher olfaktorische Lockstoffe. Ja.
ob die mehr so gut funktionieren, das weiß ich. Da habe ich aber auch ehrlich gesagt selber keine Erfahrung. Haben die Gummis haben ja. Auch ne? Nochmal, haben wir jetzt auch nochmal die Frage wegen den Skillpunkten. Die hatte, ist glaube ich auch in jedem Stream. Ja, da habt ihr mal gesagt, wenn irgendwann noch mehr Montagen oder sowas kommen, dass ihr dann nochmal drüber nachdenkt wegen dem Skillpunktsystem, dass man dann, ne? Aber ansonsten erstmal nicht, ne? Ja. Momentan ist es halt nicht nötig, muss man dazu sagen. Ich meine, wenn ihr zum Beispiel die Jig-Montage, Montage-Skills, du die im Meer automatisiert sogar mit anderen Montagen-Skillen miteinander. Also es sind gar nicht so viele Skillpunkte, die benötigt werden jetzt für die Meeresangelei. Das Ziel von R4 ist es ja, sich auch ein bisschen zu spezialisieren. Wenn du alles kannst, wo liegt der Sinn dahinter? Im Realen spezialisierst du dich in der Regel ja auch, aber es gibt auch die Allrounder, sind aber da nicht ganz so fit in der spezifischen Angel. Weil man fängt ja trotzdem. Es ist ja, es ist ja nicht so, nur weil man da keine 3 Skillpunkte drin hat. Ja. Man fängt ja trotzdem. Man erhöht halt minimal, sage ich jetzt mal, die Chancen auf einen Trophy zum Beispiel. Aber man muss es ja nicht skillen. Auch da gibt es gerade aktuell ein sehr gutes Video, wo eine unbekannte Person sehr gut erklärt, wie man auch diese Punkte ökonomischer verteilen kann. Ne? Die Frage ist, brauche ich unbedingt 7 Punkte Fischkontrolle in der Angelroute, mit der ich meistens Fische unter 10 Kilo angle oder so. Ne? Also da kann man auch noch eine ganze Menge rausholen aus diesem Skilltree. Spielt die Montage eine Rolle für das Leveln der Prozente? Ähnlich wie bei der Futterzubereitung, also neueste Angelmethode, bessere Prozente? Frage. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist höher, Prozente zu erhalten. Ne, also je höher, wenn du jetzt zum Beispiel die Anfängermontage nimmst, beispielsweise jetzt hier die Pilkmontage, dann dauert es ein bisschen länger, gewöhnlich. Außer du hast halt super viel Frequenz mit der einen Montage, dann kannst du das über die Frequenz auch wieder wegregeln. Also man muss abwägen, was möchte man? Möchte man jetzt ein bisschen langsamer angeln, hat aber dafür vielleicht eine höhere Chance auf neue Prozente mit der neuesten Montage? Oder halt nicht. Ab 75%, so Basti hat die ja erreicht, hat man dann die Beifänger wieder freigeschaltet. Mhm. Ne, die Beifänger kannst du dann ja auch wieder über die Pilkmontage anwenden und damit kannst du so gute Frequenz erzielen. Das fühlt sich dann wieder wie eine komplett neue Montage an. Im Moment ist es so, wenn du den Pilker wechselst, ist die ganze Montage auseinander. Ja. Ist das so gewünscht? Ja, momentan ist es halt so, also der Pilker spezifisch hat ja diese attraktiven Elemente. Und diese sind ja attached zum Pilker. Und wenn du den wechselst, dann sind die auch weg. Wenn du jetzt später nachher die Beifänge hast, die sind separat. Also dann sind die nicht alle weg. Das betrifft nur diese attraktiven Elemente also selbst. Also das erste Element sozusagen, das löst sich komplett auf. Oh Gott, genau. Oh Gott. Guckt mal. Guckt mal bei mir im Stream, Alter. Ich krieg die Krise. Hashtag Werbung. Alter. Das ist ein Wasser, was reinsteht. Oh, ich komme. Ja, schönes Ding. Oh mein Gott, Alter. Der zweite Supertrophy an dem Gewässer. Ich das ist doch nicht. Kann dem einer bannen, Alter. Ich wittere hier Betrug, ey. Was stimmt da mit dem nicht? Alter. Hast du den mit den Beifängern gehakt? Ja. Mit den Beifängern gerade, ja. Ist es denn wahr, ey? Basti, Glückwunsch. Jetzt geh weg. Jetzt geh weg. Das meine ich irgendwie. Gutes Beispiel. Mit den Beifängern kannst du dann halt auch diese kleinen Shrimps zum Beispiel nutzen und so eine Fische dann ansprechen. Ne? Streamer-Bonus, ganz klar, ohne guck Scheiß. Guck mal, auf was der gefangen wurde, Tobi, auf deinen Köder hier. Real-Shrimp 6,504, du erinnerst dich, ne? Ja, gut. Ja, das ist hier, guck mal, hier sieht man den Verschleiß, ne? Der Real-Shrimp 16%, der hier 2% und der bis 5%, ne? Das ist also das Basti, nach deiner Schöne, ne? Kannst du jetzt 50 Kilo für dich ab morgen. So. Sag mal, Basti, die Dinger beißen doch irgendwo bei dir vor der Haustür auch, ne? Da 2 Wochen im Jahr. Ist das nicht so? Ist das da nicht irgendwo bei dir? Du meinst jetzt die Makrelenhechte? Ja. Die Seehechte. Ja, Makrele auf jeden Fall. Kurz vor Warnemünde. Da kannst du Makrele, also Hornhechte, Dorsche. Scholle, Flunder und sowas, alles. Das beißt alles vor der Tür, ja. Vielleicht müssen wir 5 irgendwann doch mal zusammen. Können wir doch gerne mal machen. Können wir gerne machen. Oh, ja. Gerne. Ich bin dieses Jahr sowieso immer in Richtung bei Basti.
Hornhechte, genau. Na, Dorsche wurden doch jetzt auch limitiert, ne? Auf ein oder zwei, ne, ein oder zwei pro Stück, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Was auch gut ist, das hätte schon viel früher passieren müssen. Hornhechte natürlich. Ah, sorry. Ja, Hornhechte, genau. Und die Hornhechte, die habe ich früher im Bodden immer geangelt. Wenn der Hering kam, was es sah, zwei Wochen später kommt der Horni. Ja. Manöverkönig schreibt gerade, der Verschleiß der Köder spielt ja eine Rolle auf die Funktion. Ich könnte es beantworten, aber die Abnutzung, also wenn er abgenutzt ist, geht dadurch die Frequenz runter. Nee. Also du kannst theoretisch die Gummiköder auch im Süßwasser, ne? Du kannst hier runterfischen, bis die down sind. Also du kannst auch deine Trophäen mit 10% Rest quasi noch fangen, das ist kein Thema. Da ist nur wichtig, ne, jeder Fisch hat einen anderen Faktor. Also beispielsweise ein Hecht und ein Wels bringt dir mehr Verschleiß und einen Gummiköder als beispielsweise ein Bachsaibling. Kaffee kochen, Tee kochen hatten wir schon alles. Müssen wir abwarten, ob da was passiert. Weil Joey das nämlich letztens auch angesprochen hatte, dass eventuell auch nochmal was, ne, vom Ufer aus brandungsangelmäßig, also jetzt Hafenbereich mäßig oder so. Sowas könnte halt auch mal irgendwann kommen. Was für mal Bude. Ja, also, und das, weiß nicht, Ostsee, also keine Ahnung. Man könnte auch nach Rotterdam oder so, ne? Da gibt es ja auch so einen riesen Hafenbereich, ne? Ja, ja. Aber da kann man sich bestimmt mal treffen, da mal zusammen ein bisschen. Das wäre cool. Ich übrigens, ganz kurz, ich schulde dem Chat noch eine Entschuldigung vom letzten Mal. Ich habe tatsächlich bei einem Punkt habe ich falsche Infos rausgegeben. Das war, da ging es um dieses, um die Veränderung der Routentragkräfte. Die hatten sich ja nach dem Patch erhöht für manche Routen. Mhm. Und da hatte ich in eurem Stream, glaube ich, gesagt, dass das geplant gewesen wäre. Das war es aber nicht und wir mussten es nachher zurücknehmen. Deshalb haben wir natürlich auch Tobi hat das ganz toll geregelt, dann allen angeboten, das zu erstatten und das auch gemacht. Aber da trotzdem nochmal, sorry, habe ich irgendwie falsch verstanden und das dann blöderweise auch falsch weitergegeben. Ich kann mich daran erinnern, wo die Frage kam, da hattest du gesagt, balance-mäßig so, ne, wurde das angepasst. Ja, so, das genau. Bin ich in der Zeile versprungen, tut mir leid. Weitere Köder, so in Richtung Tintenfisch und Wattwürmer und Co. und Schrimps. Also mehr aus dem, was man fängt, als Köder verwursten. Ja, kann man Schrimps, also das Oktopusfleisch, kann man das gar nicht herstellen? Nee, das Oktopusfleisch. Warte mal. Tintenfischfleisch kannst du momentan nicht herstellen. Okay. Nee, nee, Muscheln. Nee, nee. Ich will jetzt keinen anscheißen, aber einer der längsten Spieler hat Joe den Strafsee vorgeschlagen. Danke für die Entschuldigung, aber. Okay. Hat ein paar Fünfen am Ende. Ich will jetzt hier keinen Druck aufbauen oder so. Extended Joe Fix für 50 Kilo zum Strafsee. Ja gut, wenn sich einer das Recht erarbeitet hat, das vorzuschlagen, dann der. Aber ich nehme ihn dann natürlich mit, einfach nur, weil ich da nicht alleine stehen will. Pass auf, am Ende sitzen wir alle da für eine Woche oder so. Das können wir einrichten, ne? Können wir ein Turnier machen? 55 Kilo Straße treffen wir uns da. Kein Thema. Wenn wir mit 5 Mann die Runde angeln müssen, ist das okay. Ja. Ein Gruppenausflug, ja Mann. Wir treffen uns alle da. Treffen wir am Feuerlöschteich. Ist so. Machen wir leer den Teich. Neue Häuser im Game? Wird gefragt. Sehr wahrscheinlich. Okay. Silberspaniere hatten wir tatsächlich schon. Wird es nicht geben. Strafsitzen. Wir haben es auch schon ein paar Mal erklärt, aber es ist halt eine Strafe. Ne? Und wenn wir da einen Witz rausmachen, ist das auch Quatsch. Richtig, also, genau. Wir würden ja eine Guideline dann quasi veröffentlichen, um da schneller rauszukommen. Also das macht ja dann auch keinen Sinn. Genau. Deswegen durfte ich damals zum Beispiel auch keine Videos davon machen, ne? Weil ich hatte auch damals, wo ich mal hingeportet wurde, das einfach mal kurz zu zeigen im Stream. Ja, das sollte halt nicht sein, ne? Weil wenn man am Strafsee ist, dann muss man selber da klarkommen und die Strafe halt absitzen. Ja, das ist ja extra so gewollt. Ja. Beim Aufbau des Sets wäre so eine Gewichtsanzeige noch praktisch. Ja, tatsächlich. So, oh ja, das stimmt. Wenn du jetzt so drei... Wenn man nicht mal raustappen muss und angucken muss, ob... Naja, du schon siehst, was das Gesamtgewicht ist, oder was?
Ja. Ja, wenn du hier so am Bauen bist und denkst, ja komm, da hau ich noch einen dran und noch so einen dicken, fetten Gummi. Genau. Und dann, dann denkst du dir, wo bin ich gelandet, ja. Ja, genau. Ja, tatsächlich. Ja. Ich meine, man könnte natürlich auch durchrechnen, aber... Jetzt kommt mal eine Frage, wie lange habt ihr... Basti springt einfach durch, finde ich geil. Ich kann auch gar nicht viel dazu sagen. Also ja, ist eine sinnvolle Einwand, auf jeden Fall. Ja. Okay. Hier jetzt mal eine allgemeine Frage. Wie lange habt ihr ungefähr jetzt am Meeresangeln entwickelt, so insgesamt jetzt so von dem Plänen oder bis zur Fertigstellung, sag ich mal? Alles in allem mindestens ein halbes Jahr, eher länger. Aber die letzte Phase ist halt das, was wehtut, ne? Also so die letzten 3 Monate, das war echt, das war Crunch. Und natürlich vor allem für unsere Programmierer, aber im Endeffekt für alle Beteiligten, ne? Weil wir testen und testen. Das ist ja auch, das ist auch noch gut, dass wir das vielleicht ansprechen. Es gibt natürlich, wir haben in diesem Update jetzt 40 Fischarten, 10 Rigs und ich weiß nicht, wie viele Köder, keine Ahnung, ein paar hundert. Dazu kommen die ganzen weichen Faktoren, Wetter, keine Ahnung, Equipment und so weiter. Das zu balancen ist ein absoluter Albtraum. Und du kannst es, egal wie groß die Testgruppe ist, wir können da testen, bis uns die Finger abfallen. Du kriegst den realistischen Eindruck erst mit der Datenmenge der gesamten Spielerschaft. Ja. Und deshalb kommen auch immer wieder nach diesen Patches kommen diese Überarbeitungen. Und es ist auch möglich, das sage ich euch auch so transparent wie möglich jetzt schon mal, es ist auch möglich, dass sowas nochmal kommt. Ne, jetzt gerade, wenn ihr alle in die höheren Bereiche kommt, einige Rigs austesten werdet, die ihr vorher noch nicht hattet, es ist möglich, dass wir dann nochmal nachbessern müssen. Ich weiß, das nervt mega, aber man kann das nicht verhindern. Keine Chance. Du kannst es einfach nicht testen. Du brauchst, weil so viele Faktoren im Spiel sind, brauchst du einen riesigen Datensatz, um es endgültig zu wissen. Und deshalb auch für zukünftige Updates. Wir wissen, dass das nicht schön ist. Wir versuchen das auch zu vermeiden. Aber es ist leider einfach eine Tatsache, dass das immer wieder passieren wird. Jo. So ein persönliches Fangbuch ist halt auch immer richtig, wäre halt oder schon mehrfach angesprochen worden, bestimmt auch, aber das wäre eben auch so eine Sache, wo man sich dann selbst so Infos reinschreiben kann und dass man dann irgendwie an verschiedenen Stellen sich so Notizen vielleicht macht und vielleicht noch ein bisschen mehr an Infos sieht, was man schon alles gefangen hat. Habt ihr Red Dead Redemption 2 gespielt? Das hat so ein Tagebuch, das sich immer weiter füllt mit diesen persönlichen Erlebnissen. Sowas finde ich auch ganz nice. Also vielleicht noch ein bisschen detaillierter, dass man das auch selber ein bisschen mehr beeinflussen kann. Aber wenn man sich überlegt, dann hat er so ein Buch, das so die historischen Momente der eigenen Angelkarriere einfängt. Nice. Mit so einem Daily Login? Naja, gut. Hier ist jetzt nochmal die Frage, die kann ich vielleicht sogar selber beantworten. Wenn man jetzt ein 3 Kilo Köhler Filet macht, oder reicht glaube ich schon 2 Kilo aus oder 1,6, dann kriegt man halt 10 Filetstücke raus. Wenn man aber 10 Kilo nimmt, sollte man lieber die großen Filets herstellen, weil die kleinen gehen halt nur bis 1,6 oder so, maximal 10 Stück. Also es wird nicht mehr als 10 Stück geben. Das ist das gleiche eigentlich wie bei den normalen Fischfetzen. Ne, da geht es glaube ich auch bis maximal 15 Kilo und das war's halt, ne? Oder? So, ne? Ich dachte, du hast das jetzt beantwortet. Ja, das war's. Ja, aber das war's ja schon. Ne? Das ist halt wie bei den normalen Fischfetzen. Das geht halt bis zu einer Maximalgrenze und dann... Jo. Herausforderungen fehlen noch, ne? Achtet vor allen Dingen darauf, nicht 8 Kilo Fische natürlich für die Filetstreifen oder so niederzuschneiden. Das macht keinen Sinn, absolut. Herausforderung noch fürs Meeresangeln? Möglich, okay. Neue Kochrezepte. Oh nö, wir sind beim Angeln. Nee. Aber auch möglich. Ups. Ey, da bin ich froh, dass ich 100% gemacht habe, nur damit es einfach 100% sind. Das aber ist ja angele. Auch so ein Punkt, was Claudius eben angesprochen hat, der vielleicht mal einer Überarbeitung bedarf. Ja, also, wenn man diesen Kochskill durchzieht und 100% bringt, dann wäre es natürlich schön, wenn dann die hochleveligen Rezepte dann auch einen signifikanten Einfluss hätten. Das ist, da ist zum Beispiel auch ganz klar noch Nachholbedarf. Muss mal gucken, wie sich die Zeit dafür ergibt. Also wenn wir beim Kochen sind,
was für mich und viele andere vielleicht interessant wäre, die Möglichkeit, zum Beispiel beim Störeangeln, egal wo man ist, nebenbei zu kochen. Sei es jetzt durch einen Kocher, was weiß ich, der extra kostet oder in der Premium-Version nur verfügbar ist, vollkommen egal. Sondern ich sitze bei den Stören, ich habe meine 5-6 Stunden Real Life, warum kann ich da nicht kochen? Ja, guter zum Beispiel. Ich glaub, das ist sehr, sehr aufwendig, kostet Zeit. In irgendeinem Teaser oder sowas war auch schon mal eine Infrastruktur drin, also definitiv. Am Bernsteinsee war das, ne? Ja, richtig. Über mobiles Camping haben wir uns schon des Öfteren unterhalten. Bei Matze ist gerade die Angelrute gebrochen nach über 5 Stunden Drill. Ja, ich habe auch gerade gelesen. Oh Mann, ey. Oh, das ist natürlich blöd. Fortpunkte rund um ein Gewässer, damit man nicht stundenlang laufen muss. Ja. Okay. Wirklich? Okay. Also es ist schon da, also in der Idee. Gut. Also wir haben es ja auch sogar an einem Gewässer, ne? Wir haben es ja an der Wolchung, glaube ich. Ich glaube, er redet speziell vom Achtunger zum Beispiel. Also ich denke mal, so dieses, dass du dich da jetzt komplett wild rumportest, weil das dann auch so wieder in unserem Immersionsverständnis widerspricht. Aber dass es da so ein paar Möglichkeiten gibt, das ein bisschen komfortabler zu gestalten, ja, ist möglich. Über das Achterloch rüber. Würde vollkommen ausreichen, selbst egal wo es hin, würde ich laufen, aber ich muss mit dem Boot nehmen und die lange Schlaufe fahren. Ja, ich weiß. Um einfach nur, also ich nicht, aber andere könnten da rüber springen. Ich würde, ne? Also ich habe auch nochmal eine kurze Sache wegen den Würmern und Maden jetzt auf den Pilk oder naja, Pilkruten geht es ja nicht, aber bei den Bootrouten. Ich denke, man muss da wirklich diese zusätzliche Seitenarmmontage noch freischalten. Ne? Also man kann das so auch schon nutzen, ne? Mit den Meeresködern. Geht ja auch. Ne? Man muss ja nicht immer die Filetdinger nutzen. Man kann ja auch den Meeresköder nutzen mit dem Boot. Und ich denke, wenn man denn die Seitenarmmontage noch freischaltet, dass man dann halt Filet und Meeresköder oder zwei Meeresköder, zwei unterschiedliche. Ne? Also das erhöht ja dann die Frequenz nochmal. Ne? Du kannst halt mehrere Sachen ansprechen. Also Ringelwürmer, glaube ich, heißen die, ja? Genau, ja, und Wattwürmer also und so. Die Wattwürmer, da muss man halt schauen, welcher momentan in der jeweiligen Migration besser fängt. Ne? Und bei der Paternoster, also hier der Endbleimontage, da kannst du ja auch Naturbilder nachher anbinden. Dann hast du auch drei Seitenarme. Zusätzlich gibt es dann halt, wie gesagt, noch andere Naturködermontagen. Da muss man ein bisschen rumprobieren dann. Die einen Montage ist, Running Ledger ist eher fürs Offshore gedacht, so bis 30 Meter im Dreh. Wenn du die natürlich dann im Tiefen fischst, ist es ein bisschen was anderes. Kann ich die Grönland High Trophy auch ins Haus hängen? Unwahrscheinlich. Respekt. So schön ans Haus. Das sind große Ziele, ey. Das ist doch nicht meine Frage. Grönland High, also es geht ja, glaube ich, nur bis 3 Meter. Ja, die 20 sind limitiert auf jeden Fall. Ja. Wir können dir, Claudius, nur den Kopf. Wir wollen dir irgendwo so einen Flugzeugangler hin. Ich bin Kleinfischangler, mir reichen die kleinen Dinger. Er sagt gerade, das könnte auch ein Bug sein bei Matze, weil er eine 60-Kilo-Schnur drauf hatte und eine 68-Kilo-Rute. Also normalerweise sollte die Rute ja dann nicht brechen, wenn man die Schnur halt drunter hat, ne? Ja, falls jemand bei ihm auch zuschaut, er kann uns ja mal anschreiben auf admin@, dann gucken wir mal nach, ob da irgendwas nicht gepasst hat. Aber klar, ne, wir sind halt immer noch mit Equipment unterwegs, was für diese Fische eigentlich einfach nicht gedacht ist. Ne? Es ist, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent er freigeschaltet hat und mit welcher Route er da genau stand, aber klar. Man kann versuchen, natürlich die Sachen zu vermeiden, aber nicht immer. Also auch in den hatte das vor ein, zwei Tagen im Angeltreff halt auch. Die meisten Leute möchten ja diesen großen Fight haben und das ist verständlich. Da muss einem aber halt auch klar sein, ne, dass da Gefahren mit eingebunden sind, halt auch für höherer Verschleiß. Man kann nicht alles vermeiden. Claudius hatte das gut erwähnt gehabt, auch im Fjord können große Fische beißen, aber die Gefahr ist halt geringer. Ne? Auch in diesen 30 bis 41 Meter Plätzen, klar kann es sein, dass da auch mal ein Heilbutt beißt oder ein großer oder ein Schwertfisch. Oder ein Schwertfisch auch. Ne? Aber die Gefahr ist halt höher in den tieferen Bänken oder auch tieferen Stellen. Gerade wenn du da mit riesigen Filet oder großen Filetstücken angelst, dann ist da eine größere Wahrscheinlichkeit, dass so eine Fische beißen. Und mit so einem kleinen Tackle mit 60 Kilo,
sagen wir mal, gehen wir nochmal von aus, da beißt ein 300 Kilo Fisch an. Sieht unwahrscheinlich aus. Der Zusatzhaken hat auch eine Bisschance sozusagen oder hakt der zusätzlich einfach nur? Also es ist so geregelt, wenn du jetzt zum Beispiel, du nimmst jetzt einen Pilker, der einen relativ großen Haken hat. Und ja. Du machst jetzt einen kleinen Beihaken bei. Besteht dadurch einfach die Möglichkeit, auch die kleineren Fische noch ein bisschen besser mitzuziehen. Weil wenn du jetzt einen 12-0er Haken hast, ist es wahrscheinlich, dass der gut hakt. Also es ist sozusagen eine kleine Erweiterung. Genauso mit diesen Attractment Elements. Deswegen wird beim Fang auch nur der Pilker angezeigt. Das sind zusätzliche Erweiterungen. Ja. Heißt also im Umkehrschluss, wenn man jetzt gerade auf 200 Meter Tiefe gehen will und sich immer ärgert, dass irgendein kleinen Scheiß auf 60 Meter schon reingeht oder auf 190, dass man dann da lieber einen großen Zusatzhaken wählt oder am besten gar keinen. Genau, gleiches gilt auch jetzt zum Beispiel für den Squid. Also wenn du dann 8, 9 cm Squids da dranhängst oder diese kleinen Stripe-Dinger, kannst dann halt auch passieren, dass du da immer nochmal eine Makrele einsteigst, also bei großen Pilkern. Also da kann man ein bisschen was drüber regeln. Ich hätte noch eine kleine Frage. Clip einstellen auch für andere Rollen, also nicht nur für die Stationärrollen? Unwahrscheinlich. Das geht ja nicht bei den anderen. Das geht ja vom physikalischen Prinzip her nicht, wie die Art, wie die Rolle funktioniert. Ne? Das geht nur bei stationären Rollen. Mhm. Okay, also ich sag mal so, die Fragendichte scheint abzunehmen. Ja. Vielleicht sagen wir erstmal so hier an der Stelle erstmal schon mal gut. Und dann je nachdem, wie viele auch neue Fragen jetzt noch aufpoppen, wenn ihr alle das höherlevelige Zeug benutzt und auch die anderen Rigs, dass wir dann vielleicht in ein, zwei Wochen noch mal kurz treffen und darüber schauen. Wenn ihr möchtet natürlich. Ja, gerne. Genau. Auf jeden Fall. Mats hat gerade rübergehostet zu mir. Ja, dann gönn dir. Ja, sag dir mal Bescheid. Matze, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast. Erstmal vielen, vielen Dank für deinen Raid und melde dich nochmal beim LFE-Team. Die gucken da nochmal drüber, was da genau passiert ist. Die können das in den Logdateien, denke ich mal, vielleicht nochmal ein bisschen analysieren. Ja. Und wie gesagt, ganz wichtig, mit Ideen und sowas auch alles rein ins Forum schreiben, dass das eben auch festgehalten wird und nicht irgendwie verloren geht. Ich meine, da kommen auch immer wieder Anregungen so im Discord, aber da sind dann, ich sag mal, das ist dann vielleicht nicht der richtige Spot, also auch nicht bei mir dann im Discord oder so, sondern dann wirklich ins Forum damit die Infos da reinschreiben, dass das eben auch gesehen wird. Bitte seid uns nicht böse, wenn wir darauf kein Like geben oder kein Danke oder auch nicht kommentieren. Weil wenn wir das machen würden, würden wir euch ja sozusagen eine Bestätigung geben, dass es kommt. Und das können wir einfach nicht machen. Auch in dem Zusammenhang noch die Bitte, bitte, wenn euch was im Spiel nicht gefällt oder ihr mit unserer Arbeit unzufrieden seid oder so, bitte ladet das nicht bei den Streamern ab, auch nicht im Discord oder so, weil das hilft da wirklich niemandem. Also die Jungs können da überhaupt nichts für und es wird auch nichts ändern. Also wenn, ne, Kritik ist bei uns gut aufgehoben, aber bitte lasst die Jungs damit, soweit es geht, unbehelligt. Die haben dickes Fell. Ja, ich sag das einfach mal so. Ja, aber muss ja nicht sein. Weißt du, wie ich das meine? Das kann man aber ruhig. Das ist ja nicht euer Job. Ich meine, ihr könnt das natürlich aufnehmen und filtern und so, aber am Ende des Tages ist diese Kritik an dem Spiel, die ist besser bei uns aufgehoben als bei euch. Ohne So, ihr habt jetzt YouTube-Werbung gemacht für eure Kanäle. Ich habe das Oster-Event offen. Mein letztes Turnier für heute. Nur mal so am Rande. Zieht raus, die Brocken. Ja, alle rein da. Wo geht's denn hin? Gold und Premium. Wir sind an der Festung und tatsächlich, ich gehe mal auf Aal. Aal, Schläfer, Grundel und Schleie. Ja, Mann. Geht darum, kleine Leute mit reinzukriegen. Natürlich. Ja, sehr schön. So. Du Sille, ich schaue deine nächsten Stunden mal bei dir vorbei. Mal sehen, ob du noch wach bist. Ne? Versuch das mal. Ich bin gerade gefühlt topfit. Sehr gut. Okay. Aber ich weiß nicht, was los ist. Mal gucken. Ich habe noch ein paar Meter, wenn es so weitergeht. Ja. Aber es ist auch kein Problem, Sille, mal 5 Stunden Pause zu machen oder morgen weiterzumachen. Ja. Ne? Denk dran. Auf jeden Fall haben wir drüber gesprochen. Auch das mit den Pausen habe ich fast gut hingekriegt. Super. Ist ja auch Vorbildfunktion, Sille. Ne? Ja, natürlich.
Ich kann mich an unser Gespräch damals erinnern, nach dem 10-Stunden-Drill mit dem Beluga. Wir beide. Mhm. Wie weit ist das körperlich belastend gewesen? Wir haben ja gesprochen. Ein ganz wichtiges Gespräch für mich. Da habe ich ganz anders gesehen, wie man so an sowas rangeht. Inwieweit man da rangeht oder kann. Ja. Ganz wichtige Nummer. War eine Erfahrung einmalig. Ganz kurz nochmal zu den Lebendköderfischen, Würmern und sowas. Ist da nochmal dran zu denken, dass es preislich vielleicht irgendwie überarbeitet wird? Im Sinne von, die sind zu teuer gerade? Ja, mit teuer. Mit 200. Weil du bezahlst, glaube ich, für 30 Wattwürmer irgendwie 200 Silber oder sowas. Genau. Und du kriegst, ich sag mal, wenn es mies läuft, kriegst du ungefähr den Einsatz wieder raus. Ne? Okay, dann müssen wir den Datensatz anschauen, dann, wenn er dann. Also klar, wenn man natürlich schon ein bisschen weiß, wo ein bisschen mehr geht, es werden damit natürlich auch dicke Dinger gefangen. Aber ich sag mal, die große Masse fängt ungefähr, wenn man es vielleicht verdoppelt maximal. Ja, danke für den Hinweis auf jeden Fall. Oder Würmer buddeln, richtig. Ja. Ja. Aber kein Watt, kein Wurm. Dafür muss dann Nordseegewässer kommen, dass man im Watt Würmer buddeln kann. Ja, Banditos, ich sage auch einem Erwachsenen, macht mal eine Pause zwischendurch. Und das aus voller Überzeugung. Und das ist kein Spaß, das ist nicht ganz ungefährlich, wenn man sich so lange nicht bewegt. Safe Call, ich habe es gerade angesprochen, gerade Joe hat mich damals darauf angesprochen, wie war das für dich, 10 Stunden Stream und den Beluga körperlich. Ich sage euch, ich habe die Ringe abgemacht, mir sind die Finger angeschwollen. Ich war weit über meinen Punkt drüber. Da ist erst bei mir der Klick gekommen, zu sagen, es muss eine Grenze. Die muss man aber für sich selber finden, festlegen. Ich kann immer nur die Geschichte erzählen, wo Diablo 3 damals rauskam. Der Typ da, der war noch nicht alt, Anfang 20 oder... Der hat halt da Diablo 3 im Internetcafé gespielt, ist ab und zu mal aufgestanden auf Toilette und nach 30 Stunden lag er da und war tot, ne? Also, meine ich jetzt so mal so. Ja, das kann. Absolut, ne, deswegen da nicht übertreiben, Leute. Nicht übertreiben, ey. Das geht halt auch für alle Spiele. Ich meine, wir sehen ja natürlich auch, dass einige Spieler sind da schon bei 80-85%. Mhm. Da sind eine Menge Spielstunden reingeflossen, ne? Also denkt ein bisschen an eure Gesundheit. Auf jeden Fall. Immer mal eine Bildschirmpause machen. Bildschirmpause machen. 13? Die tödliche 13. Seit gestern steht bei mir 13 als Stunden. Den ganzen Tag komme ich nicht unter 13 Stunden. Die stehen auch morgen los. Dann weitermachen. So, das war jetzt deine Zeit, ja, deine Zeit da, ja. Herrlich, ey. Jo. Okay, aber ich hab's tatsächlich eben nochmal auch von einigen Leuten gelesen. Erstmal vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, danke. Muss man echt so sagen, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass ihr uns zusammentrommelt. Kurzfristig können wir es eher am besten, ist so. Und auch nochmal Mega-Leistung mit diesem Update im vollen Programm. Top. Einfach nur jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich F4 nochmal so doll suchte wie am Anfang, weil am Anfang waren wir auch voll in der Sucht, ne, Tobi? Ja. Ne, wo wir da auch im Discord, das war schon heftig damals. Ein neues Game, ne? Ja. Ne, und gerade dieser Skillbaum und dass man dann so das freischaltet und den Fortschritt ja auch merkt, indem man den Skillbaum immer weiter freischaltet, ist schon Hammer. Mega also gut, ja. Ja. Ja, vielen Dank. Das tut sehr, sehr gut, das zu hören. Muss ja auch mal sein. Wir können nicht immer nur über euch meckern. Das ist so. Nur weil ich meinen Rotpot nicht kriege, heißt das nicht. Danke ich kurz nochmal. Ja. So, jetzt haben wir es. Ja, und danke euch auch für spitzenmäßigen Content rund um dieses Update. Fantastische Arbeit. Super, super, super. Danke. Ja, vielen Dank. Es freut uns auch richtig, dass euch das Update gefällt. Also nicht nur euch Creatern, natürlich auch den Spielern. Das Feedback ist wirklich super. Und allein zu lesen, dass das Update sich anfühlt wie ein neues Spiel. Ne? Ja. Das ist einfach fantastisch. Ja. Ist wirklich so. Ein Spiel im Spiel. Jo. Also jetzt ab zum Sille. Wettangeln oder was? Das klingt gut. Ja. Hallo dran. Euch allen dickes Petri, schönen Restsonntag. Danke für alles und bis bald. Ich höre die Ironie, hab ich verstanden, ja? Nein. Läuft. Viel Spaß. Dankeschön.
Dankeschön. Bis denn. FAQ-Stream, wir hören uns. Ciao, Sir. Tschö. Dankeschön. Tschüss. Jo, dann streamt mal schön, ne? Ja, schönen jo. Feierabend, ne? Jo. Bis denn. Bis die Tage, Basti. Jo. Bis später. Tschüss. Eieieiei. So. Haben wir die meisten Sachen doch angesprochen. Es sind nicht alle Sachen angesprochen worden. Absolut klar, ja. Ganz viele Sachen waren ja schon bekannt und wurden auch schon gefragt. Wenn noch nicht gesehen, auch das alte Q&A hatte über 100 Fragen, die alle schon beantwortet worden sind. Das Geile, ich poste das gerade nochmal eben rein. Das Geile ist, und das ist jetzt eine Info, die kam ja jetzt gerade, mit, also aus diesem Video, was jetzt gerade im Chat ist, wie gesagt, da wurden ja auch schon Infos rausgezogen. Und so wie ich das jetzt gerade gehört habe, wurden ja wohl auch schon Anregungen angenommen und weiter transportiert. Und die Frage ist halt einfach, inwieweit geht's dann da weiter? Also, inwieweit werden die Ideen und Anregungen halt umgesetzt und übernommen? Werden wir sehen. Werden wir sehen. Gucken wir. Eine Frage, die natürlich auch kam. Auflösung des Giveaways von RF4, was auf YouTube läuft, ist heute im Laufe des Abends. Ich ziehe jetzt hier natürlich auch ein bisschen weiter durch. Für alle, die beim Sille da noch mit unterstützen wollen und Gas geben wollen, gerne mitmachen beim Aalwettangeln, beim Ostermarathon. Nochmal schön Cash machen im Idealfall. Einfach mal einen fetten Aal fangen.